2016, als sich beide in der Bundesliga begegnet sind. So, dann gucken wir drauf. Die Breiten außen legen. Hier wieder Moroja, der gut diesen Räumen anläuft. Und dann auch sofort anzeigt. Und da gewinnt er hinein. Und dann haben wir das Tor. 1-0 Hannover 96. Ein perfekter Start für Christoph Dabrowski. Genauso haben sie es sich vorgestellt. Über außen aufgezogen, Moroja zum zweiten Mal und dann Missverständnis. Auch das nicht zum ersten Mal in der Partie. Genau da stößt er rein. Maximilian Bayer, sein erstes Saisontor. Und über die Wichtigkeit brauchen wir gar nicht lang philosophieren. Geh du mal hin, ich renn mal weg. Das Motto beim FC Ingolstadt in der Verteidigung. Keiner übernimmt Verantwortung. Und das ist das zweite Tor. Auch da wieder Preisinger. Gedanke super von Ondua. Erste kleine Druckphase, Marx. Super, perfekt. Einfach mal hinten rein. Und da ist der Ausgleich. Marcel Gauss, der Torschütze. Torgefährliche Aktion vom FC Ingolstadt in diesem Spiel. Erster gezielter Schuss auf das Gehäuse von Martin Hansen. Der Ball ist im Tor und Gauss ist der Torschütze. Marx einfach mal rüber. Dieses Verschieben funktionierte da einmal nicht bei Hannover 96. Und dann trocken abgezogen, super flach platziert und somit unter Rüdiger Rehm. Erstes Tor für den FC Ingolstadt. Ausgleich 1-1. So, und Gauss, erstes. Bayer, wieder Moroja, geht weiter beim Japaner. Hat so eine hohe Grundschnelligkeit drin. Und da haben wir wieder die Führung für Hannover 96. Meiner. Also wieder die Niedersachsen in Front und Meiner unter Dabrowski, der Aufblüher von Dabrowski, setzt sich da im 1-1 durch. Vorlage kam wieder vom Japaner Moroja. Zwei Assists in einem Spiel, toll vom Japaner. Und dann, es ist im Prinzip auch da wieder ein Spiegelbild. Flanke über außen, nicht attackiert, im Zentrum wackelig. So sind alle drei Tore entstanden, zweimal in der Box. Vom FC Ingolstadt, einmal von Hannover 96 und Thanks for watching. Subscribe my channel for more videos and turn on notification to never miss an upload.